Mein Name ist Dr. Björn Schittenhelm, ich bin Inhaber der Alemann-Apotheke hier in Holzgerlingen. Für mich und meine Kunden ist es total vorteilhaft, sich digital aufzustellen, weil sie natürlich dann eben die Services gewohnt sind von anderen Online-Bereichen. Auch gerade durch die Pandemie beflügelt sind die Menschen es gewohnt, digital miteinander zu kommunizieren. Und deswegen ist es essentiell für mich als Apotheke, sich diesem Weg zu öffnen. Und da ist es natürlich folgerichtig, mit dem E-Rezept den letzten Schritt zu gehen, die Menschen damit abzuholen. Wenn Sie jetzt mit Ihrem E-Rezept in die Apotheke kommen, dann haben Sie das E-Rezept auf dem Handy und dann scannen wir diesen QR-Code eben ein bei uns und sehen genau, was es ist. Es ist ein voll digitaler Prozess, der eben uns die Arbeit erleichtert und eben auch Übertragungsfehler und damit eben Fehlmedikation verhindert. Für die Patienten ist das E-Rezept von Vorteil, weil sie eben nicht mehr wie früher als Kassenpatient ein Rezept dalassen mussten und alles einlösen, sondern sie können eben durchaus einzelne Präparate dann auch in einer anderen Apotheke oder zu einem anderen Zeitpunkt eben nochmal einlösen. Das ist ein klarer Vorteil für den Patienten. Ich freue mich wirklich, dass es jetzt da ist und dass Deutschland jetzt auch dabei ist.